Mit einem Teamstartplatz beim 5. Mostviertler Business Run in Ardaka haben die Organisatoren des City Attacks, dem ersten Urban Dirt Run durch Amstetten, vorgezeigt, wie es funktioniert. Wir haben heuer die Businesswertung, so wie da heute das der Business Run war, gibt es heuer bei uns die Möglichkeit, sich für eine Businesswertung anzumelden. Kostet nicht mehr, braucht man einfach nur bei der Anmeldung ein Kreuzerl setzen und dann ist man mit dabei bei der Businesswertung. Auch in Dreierteams, so wie es heute da der Fall war. Und heuer erstmals auch die Blaulichtwertung, also da haben die Blaulichtorganisationen, ganz egal ob Rettung, Feuerwehr oder Polizei, die Möglichkeit, dass sie sich untereinander messen. Wir haben neue Hindernisse. Ein Spinnennetz am Hauptplatz aufgebaut, wo du auf einen Container dann aufgewachsen musst, 7 Meter entlang vom Container und dann geht es Volley rein in die Rutschen und unten wieder ein Wasserbecken, das kennt man von Vorjahr. Ja, und ein paar andere Hindernisse haben wir uns auch noch einfallen lassen. Beim Oberparkplatz draußen hat das Bundesheer heuer unser ein Hindernis gebaut, wo man 3 Meter aufgewachsen muss und ja, es wird spannend. Über 800 motivierte Hobbysportler wagten sich schon auf die Urban Run Strecke, die eines in den Mittelpunkt stellt: die Variation. Nicht nur an Kilometern, ob 6, 12 oder 18, sondern auch beim Laufen. Hindernisse wie eine Rutsche, eine Ips-Durchquerung und ein Schlammbad bereichern das Laufevent. Ich finde, der besondere Reiz an der Veranstaltung ist das, dass durchs Amstettener Stadtgebiet führt, ausschließlich eigentlich, und trotzdem viel im Grünen ist und natürlich auch die Hindernisse. Ja. Und ja, wie gesagt, die Hindernisse, speziell am Hauptplatz, Obi-Parkplatz, die sind schon sehr sehenswert. Auch die Ips-Passage, ja, da sind immer irrsinnig viele Leute zuschauen. Ja. Ich bin heute schon ein paar Mal angesprochen worden, ob wir auch mitmachen. Das Ziel ist es, eines Tages auch mitzumachen. Heuer geht es sich noch nicht aus, aber vielleicht einmal in den nächsten ein, zwei Jahren. Spannend wird auch, wer sich nun der kniffligen Herausforderung stellt. Anmelden kann man sich unter www.cityattack.at. Bis zum 11. Juni ist nur ermäßigt und dann erhöht sich das Startgeld. Und los geht's. Am 25.06. um 9.30 Uhr im Umdachstadion. Beat the City Again beim 3. Urban Dirt Run in Amstetten.